Zuckerjunkies, Folge 188. Ich möchte, dass sich der Zucker nach meinem Leben richtet und nicht mein ganzes Leben nach dem Zucker. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dieser Podcast vermittelt dir Techniken, anwendbares Wissen für mehr Selbstsicherheit mit deinem Diabetes im Alltag. Viel Spaß mit der Show. Hallöchen, meine lieben Zuckerjunkies da draußen. Meine heutige Leitung geht nach Hamburg in meine Lieblingsstadt oder in eine meiner Lieblingsstädte. Und zwar habe ich heute einen Magazinjournalist dabei. Also wer den jetzt nicht kennt, der ist entweder ganz frisch Diabetiker oder er ist noch kein Diabetiker, will noch einer werden. Aber alle Diabetiker, die ihn nicht kennen, haben entweder diese Zeitschrift noch nie bis zum Ende gelesen oder sie informieren sich einfach nicht ordentlich über ihren Diabetes. Denn er schreibt auch nicht nur für einen Diabetes-Ratgeber, sondern er hat auch wirklich, und das ist so geil, das feiere ich, für den Playboy mal was geschrieben. Ja, darüber werden wir uns natürlich auch uns unterhalten. Er ist seit dem 12.12.1995 im Club der Typ-1-Diabetiker. Ja, und wir machen es kurz. Ich heiße dich recht herzlich in meinem Podcast. Willkommen, Stefan Seiler. Hallöchen. Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Ja, ich erst, ja. Also, ich feiere dich ja total, weil du bist ja für mich ewig und drei Tage schon präsent. Ja, der Diabetes-Ratgeber, ja natürlich, hallo, der Diabetes-Ratgeber, den lese ich. 2005 habe ich Diabetes bekommen, 2005 lese ich den Diabetes-Ratgeber. Ja, ganz lange bin ich noch nicht dabei. Ich glaube, 2009 habe ich angefangen mit meiner Kolumne. Na, siehst du, ja, also da bist du dann irgendwann bei mir aufgetaucht. Und ja, natürlich richtig interessant wurde die Sache, wo ich angefangen habe mit meinem Podcast. Und da stöberst du rum. Und was mir natürlich immer in meinem Job so auffällt, wo kriegst du die ganzen Themen im Kopf immer her? Ne? Was machst du? Mittlerweile läuft es ganz gut in meinem Kopf. Ja, deswegen, ich habe immer irgendwelche Themen. Aber mich würde mal zwei Dinge interessieren. Wer ist denn der Stefan Seiler, bevor wir jetzt mal tiefer einsteigen? Und wie bist du überhaupt Magazinjournalist geworden? Fangen wir doch mal beim Privaten an. Wer bist du denn so privat? Ich bin Stefan, ich bin mittlerweile 40 Jahre alt. Ich habe die magische Grenze überschritten kürzlich und komme ursprünglich aus einem kleinen Nest in Rheinland-Pfalz. Handelt sich um die zweitkleinste Kreisstadt Deutschlands, so habe ich es zumindest mal nachgelesen. Eigenes Nummernschild, Birkenfeld heißt die, kleiner Ort in Rheinland-Pfalz. Bin dann nach der Schule dort ein bisschen hinweggeeilt aus diesem kleinen Ort. Mich hat es in die größeren Städte in Deutschland gezogen, weil ich schon damals wusste, dass ich Journalist werden möchte, dass ich Geschichten erzählen wollte. Und somit war für mich einigermaßen klar, dass ich die jetzt nicht unbedingt einem 6.000-Einwohner-Kaff in Rheinland-Pfalz hin. Oh je, für das Wort Kaff bekomme ich bestimmt böse Briefe aus meiner Heimatstadt. Es tut mir leid. Aber nur von den Saarländern, nicht von den Pfälzern. Ja. Genau, und ich bin dann nach dem Abitur sehr, sehr zügig dort weggegangen, habe kurz versucht zu studieren, habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, dass mich das Praktische am Journalismus mehr reizt. Bin auf eine Journalistenschule gegangen, auf die von Axel Springer. Dem einen oder anderen wird der Verlag ja auch ein Begriff sein. Habe dort für verschiedene Medien gearbeitet, habe dort die harte Schule kennengelernt, das Bootcamp des Journalismus. Und bin danach zu einem Magazin gegangen, nach Hamburg, habe dort verschiedene Geschichten gemacht für das Magazin von überall auf der Welt, habe Reportagen, Interviews geführt und mache das eigentlich bis heute mit dem Unterschied, dass ich jetzt seit einigen Jahren fest arbeite für den Gruner und Jahr Verlag in Hamburg und ein Magazin dort leite und mit meinen kleinen und manchmal auch ein bisschen umfangreicheren Ideen meine Kollegen ein bisschen beschäftige. Okay. Das ist mein Leben in Kurzform. Ich lebe in Hamburg seit mittlerweile 14 Jahren und bin immer noch sehr, sehr glücklich. Völlig zu Recht sagst du, dass es deine Lieblingsstätte ist. So war es auch für mich. Seitdem ich mit 16 hierher gekommen bin während der Klassenfahrt, war mir eigentlich klar, dass ich hier mal leben möchte. Damals war ich, du hast auch die erste Klassenfahrt, nachdem ich Zucker bekommen habe. Das wurde 1995 diagnostiziert. Ich war damals 15 Jahre alt.
Wir wollten eigentlich unsere große Klassenfahrt nach London absolvieren. Und dann hat aber die Klasse, wie ich auch schon mal, glaube ich, in der Kolumne beschrieben habe, hat die Klasse auf den Wunsch meiner Mutter hin zugestimmt, dass wir dann doch nach Hamburg gefahren sind. London wäre wirklich zu gefährlich gewesen. Ne? War zumindest damals die Annahme meiner Mutter. Ich glaube, das würde sie heute auch nicht mehr so sagen. Aber das hat mich tatsächlich, vielleicht hat mich der Diabetes am Ende nach Hamburg gebracht, kann man so sagen. Ohne den Diabetes wäre ich damals nach London gekommen. Und wer weiß, wo ich heute wohnen würde. Ist das nicht cool, oder? Der Ja. Diabetes ist einfach nur cool. Das ist nur geil. Er bringt uns immer irgendwo hin. Oder wir lernen einfach tolle Menschen kennen. Das ist Das einfach. ist wahr, das ist wahr. Trotzdem würde ich vielleicht kleine Einschränkungen machen. Es gibt auch hier und da ja auch mal eine kleine Downside bei unserem netten Begleiter. Findest du nicht? Ja, dann spritze ich einen Unterzucker, dann ist wieder alles happy, happy, happy. Ja, das sollt ihr natürlich nicht tun, liebe Nein. Frischlinge. Nein, auch die Nein, Alten nicht. nein, Böse, böse, hört auf. Ja. nein. Schlecht, ganz schlecht. Du hast gerade gesagt, Bootcamp des Journalismus. Ja. Bewirft man dich da mit Büchern oder? Das nicht, aber ich war damals Anfang 20, als ich für Springer gearbeitet habe und habe da durchaus auch mich hier und da rechtfertigen müssen. Kann vielleicht der eine oder andere nachvollziehen. Es gibt ja nicht nur Springer-Fans und nicht nur Fans der Bild-Zeitung und der Zeitung Die Welt etc., für die ich damals gearbeitet habe. Von daher bin ich schon gewohnt, dass ich mich für meine Arbeit auch immer mal wieder erklären muss. Das ist aber gar nicht so schlecht gewesen, denn heute ist es ja nicht anders. Damals gab es noch einen viel größeren Respekt, eine größere Begeisterung für den Beruf des Journalisten. Heute, wenn ich heute mit dem Taxi durch Berlin fahre, dann werde ich gerne mal von dem einen oder anderen Taxifahrer wahlweise gefragt oder beschimpft, was mir denn einfällt, für die Regierenden so eine Propaganda zu machen. Also all das, was ja momentan auch quasi in unserem Land diskutiert wird, bekommen wir Journalisten ab. Und anderes Beispiel vielleicht, früher vor 30 Jahren wurden ja Journalisten gerne mal in Fernsehserien so gezeigt, dass sie die Helden waren, die am Ende den korrupten Bürgermeister überführt haben. Und heute sind es dann eher so die Schmierlappen in den Filmproduktionen. Und so wird man auch von Teilen mittlerweile wahrgenommen. Warte Gott. Okay, ja, das ist halt, ja. Viele sehen halt immer auch dann nur das, was sie halt einfach sehen wollen. Ja, und dann ist es einfach so. Also, wenn ihr mal einen Ausflug machen wollt zu den Themen, die der Stefan da so mal geschrieben hat, dann, ich habe das verlinkt in den Shownotes, stephanseiler.de. Bombastisch. Also nur geil. Ja, ich liebe seinen Schreibstil. Und das ist war auch einer der Punkte, warum ich auch deine Kolumne beim Diabetes-Ratgeber so feiere, weil du einfach so eine lockere Art hast, wo ich einfach denke, super cool. Also mein Lieblingsartikel, mal Schleichwerbung zu machen, ist vom Stefan, Mann ohne Angst. Also, und er kam Playboy 2013. Und ich muss sagen, wo ich Stefan gestalkt habe im Internet, müsst ihr euch vorstellen, du gibst Stefan Seiler ein und dann siehst du Stefan Seiler Playboy 2010. Da habe ich nur eben gedacht, what? Der war im Playboy, was geht? Aber Ja, dann war es der Artikel, ja, ja, nicht der ja, Stefan. ja. Und liebe Männer, es ist, wie es ist. Es sind einfach wirklich gute Artikel in diesem Playboy. Und der Ja. Stefan, der kann uns nicht also bestimmt mehr erklären, das ist jetzt echt kein Witz, dass das wirklich stimmt. Also im Playboy ist nicht nur das, was man sonst noch sieht, ja, aber Was sieht man denn sonst so? ich Ich habe weiß jetzt nicht, noch keine Texte der gelesen. Mann, Was sieht man denn, was du ja, meinst? ich auch nicht. Also der Mann ohne Angst, der klettert auch ständig auf irgendwelche Hügel, aber die sind aus Stein. Aber da gibt es auch andere Hügel, aber das ist egal. Erzähl mal, das finde ich jetzt, also ich habe es auch immer belächelt. Und jetzt Ja. habe ich den Artikel aber von dir gelesen und da gibt es auch noch andere Artikel, wo man dann beim Stefan da sieht, die auch im Playboy aufgetaucht sind. Warum ist das denn so? Ist das die Ausrede für uns Männer, dass wir sagen können, guck mal, Frau, das ist ein toller Artikel in dem Playboy? Und sie sagt, was? Erzähl mal. Also mir ist nicht bewusst, ob der Hugh Hefner, der das Magazin damals in den USA gegründet hat in den 60er Jahren, ob der deshalb die Reportagen dazu gemischt hat, damit man eben noch eine Rechtfertigung haben kann. Aber es hat sich tatsächlich, genauso wie du es gerade darstellst, hat sich tatsächlich so entwickelt. Viele Abonnenten des Playboys, glaube ich, bis heute werden wahrscheinlich immer wieder diesen Satz sagen, da sind ganz tolle Reportagen drin. Und
Es ist ja auch tatsächlich so. Ich glaube, es gab einige, gerade in den USA, einige renommierte Journalisten, die dort geschrieben haben und die dann auch für andere Magazine arbeiten. So und genauso ist es auch in Deutschland. Ich kenne auch noch, ich weiß, mein damaliger Tech-Chef beim Playboy ist mittlerweile bei der Zeit Online-Chef, Online-Kulturchef in Berlin. Also es gibt diverse Wege im Journalismus und wenn man Lust auf Qualität hat und tolle Geschichten lesen möchte oder als Journalist tolle Geschichten schreiben möchte, dann war der Playboy immer eine gute Adresse und ich habe jetzt für den schon eine Zeit lang nicht mehr geschrieben, aber ich bin zuversichtlich, dass es auch immer noch so ist. Ja, also werde ich mir wohl kaufen müssen, um das zu beweisen. Ja, definitiv. Immer wieder. Also würde ich vorgehen. Bringst du mir vom nächsten Bahnhofsbesuch mal so ein Ding damit? Für die Recherche. Ja, klar, alles Recherche. Ja, apropos Hügel, Zuckerhügel. Genau, jetzt kriege ich wieder die Brücke, Zucker. Da sind wir wieder beim Thema. Wie bist du denn beim Diabetes-Ratgeber letztendlich dann gelandet? Das war die ganze Wahrheit. Ich hoffe, dass die nackte Wahrheit. Jetzt haben wir eine schöne Brücke zum Playboy. Mein damaliger Chefredakteur, ich hoffe, der wird nicht böse sein, wenn ich das erzähle, aber ich habe einen Leserbrief geschrieben, so ein halber Leserbrief, ein halbes Bewerbungsschreiben eigentlich. Ich war damals, habe gerade begonnen, frei zu arbeiten und habe auch immer dieses Magazin gelesen und dachte, da steht doch viel zu wenig drin aus Perspektive der Diabetiker. Und warum kommen wir denn da nicht zu Wort? Mir fallen so viele Themen ein, dir ja auch, Sascha, so viele Dinge, die uns beschäftigen, die wir in unserem Alltag erleben, skurrile Dinge, bei denen man sich manchmal fragt, geht das nur mir so? Geht das anderen auch so? Und warum ist das überhaupt so? Warum geht mein Pen immer kaputt, wenn ich mit dem Insulinpen an den Strand gehe? Warum fällt mein Blutzuckermessgerät genau in den entscheidenden Momenten aus? Warum bekomme ich eine Schweißattacke, wenn ich eine Präsentation halte und ich genau immer 5 Minuten vor der Präsentation Unterzucker bekomme? Solche Fragen, auch psychologische Fragen, Fragen, die mehr in der Medizin zu Hause sind, aber auch familiäre Themen mit der Partnerschaft etc. All das sind ja Fragen, die sind relevant und ich hatte den Eindruck damals, dass diese Themen noch ein bisschen unterrepräsentiert waren im Diabetes-Ratgeber. Mittlerweile gibt es ja auch eine ganze Fülle an Angeboten im Internet. Damals war das noch nicht so. Und ich habe daher einmal die Hand gehoben, habe dem Chefredakteur geschrieben und dann durfte ich eine Kolumne verfassen und die hat es dann auch tatsächlich ins Heft geschafft. Und seitdem sind wir wie ein Ehepaar, der Diabetes-Ratgeber und ich. Und ich darf jeden Monat 2 Seiten in diesem wunderschönen Magazin mit dieser großen Leserschaft füllen. Das ist also da auch erstmal ein riesen Dankeschön, dass du das für uns tust, weil das ist wirklich immer so ein Highlight am Ende. Und ich blende auch nie vor, das mache ich nicht. Ich freue mich immer, aber sag, was hackt da jetzt schon wieder aus? Ja? Was? Weil du schreibst halt einfach so, so von der Art, wo ich gesagt habe, du bist. Also du bist ja grundsätzlich irgendwie nie unhöflich im Schreiben, also zumindest kriege ich das Gefühl nicht, aber du schreibst sehr keck und stichelst auch ganz gerne mal, ja, und ich mag diese Art einfach und das sieht man auch in den Artikeln, eben gerade hier im Mann ohne Angst, wie du da eingestiegen bist, ich habe mich schon weggeschmissen, aber sag, ja, okay, und du hast mich dann auch nicht enttäuscht, wie es weiterging, diese Art zu schreiben, also ist super und deswegen... Alle, die es nicht kennen, ich kann es immer nur wieder sagen, schnappt euch den Diabetes-Ratgeber. A, ist es ein guter Input und B, kriegt ihr wirklich, wie der Stefan gesagt hat, auch mal ein bisschen das Leben von dem Diabetiker mit und das halt auf eine nette Art und Weise. Ja. Und das alles ja kostenlos. Man kriegt das Magazin ja tatsächlich in der Apotheke kostenlos. Da freut sich der Schwabe hier unten im Süden. Oder? Ja, also deswegen, also was willst du denn noch mehr? Jetzt kriegst du es auch noch geschenkt. Eben. Top-Information und dann noch ein bisschen Sehensstriptease von einem Diabetiker. Sehensstriptease. Wie schaffst du es denn? Also ich meine, das ist ja nicht nur die Kolumne, du schreibst ja viel mehr. Ich habe ja das Gefühl, schreibst du eigentlich die ganze Zeit, den ganzen Tag? Wie kann ich mir das bei dir vorstellen, bevor ich gleich meine nächste Frage schon wieder raushaue? Also ich schreibe immer noch, aber ich schreibe heute weniger als damals. Heute bin ich ja in dieser Managementfunktion bei Krona und Jahr tätig. Da manage ich mehr, da steuere ich mehr, da gebe ich auch gerne Ideen ins Team. Aber
die großen Stücke werden da eigentlich vom Team geschrieben. Da komme ich jetzt nicht mehr so sehr dazu. Damals, als ich angefangen habe, war ich das, was man den klassischen freien Reporter nennt. Ich habe heute hier angeheuert, morgen da, habe da mal dort eine Redaktionsschicht eingelegt, wenn ich Geld brauchte, auch mehrere Tage lang. Und bin dann für so tolle Magazine wie Neon, GQ, Playboy, Bild am Sonntag habe ich damals auch gemacht, Welt am Sonntag, Brand 1 und andere zu den Geschichten aufgebrochen. Habe recherchiert, habe die Interviewpartner gesucht, habe mir Themen überlegt. Das Schöne war, meistens habe ich während der Recherchereisen, während ich im Gespräch mit Menschen war, schon wieder die Ideen bekommen für die nächste Geschichte. Das war toll, die ganze Zeit on Tour zu sein, unterwegs zu sein. Und bin dann nach Hause zurückgekehrt, habe manchmal unterwegs schon angefangen zu schreiben und habe so dann die verschiedenen Outlet-Medien bedient und damals auch sehr, sehr viel Print gemacht. Heute mittlerweile ist es natürlich auch ein bisschen mehr online. Du machst einen Podcast. Auch das ist ein Thema, was wir natürlich auch bei Gruner und Jahr verfolgen und sehr hochhängen. Es gibt einige Projekte, an denen wir beteiligt sind. Und somit ist der Mix an Kanälen größer geworden, aber die Bandbreite an Geschichten ist auch nicht gesunken, sondern eher meine Rolle in dem ganzen Spiel. Mhm. Hat sich ein bisschen verändert. Okay. Also jetzt von vielen Schreiben zum eher zum Management, wie geschrieben wird. Richtig, ja, das kann man so sagen. Aber die größte Freude hat man natürlich als Journalist immer noch, wenn man rausfährt. Das merke ich auch heute noch, wenn ich Interviews führe. Wenn man sich darauf vorbereitet, geht dir ja vielleicht auch so. Du lernst eine Person kennen und du lernst ja nicht nur mal für 40, 50 Minuten oder vielleicht auch mal für 3-4 Stunden jemanden kennen, sondern du tauchst ein in eine ganze Welt. Jeder Mensch bringt ja ganz eigene Erfahrungen und Eindrücke mit, hat eine eigene Geschichte aus Ups und Downs. Und in vielen Fällen kann man daraus lernen. Du hörst den Menschen zu und kehrst ja fast immer reicher zurück, als du hingefahren bist. Und was kann es denn Schöneres geben? Ich kann ja nicht all diese Leben selbst führen. Ich kann ja nicht morgen irgendwie Hollywood-Star sein und übermorgen Sänger und dann Berufspolitiker. Aber als Journalist habe ich die Möglichkeit, in all diese Lebensbereiche einmal reinzuspringen und daraus was für mich selbst zu lernen, daraus aber auch tolle Geschichten zu formen, die dann hoffentlich möglichst viele Menschen auch interessieren. Da machst du das jetzt schmackhaft. Das klingt richtig lecker. Wenn du anfangen willst, wir können, dann schick mir gerne nochmal E-Mail, dann holen wir dich zu uns. Ich mach dann aber dann den Podcaster, den rasenden Reporter. Ich finde das sehr, also das finde ich auch wirklich, also ich finde das ja wirklich, also macht mir auch Spaß, wenn ich so eine Idee habe und dann anfange zu recherchieren. Oder halt dann natürlich mal kurz die Gäste zu stalken. Ja. Um herauszukriegen, was machen die so, was haben sie für Einträge, ne, finde ich irgendwann was, wo ich sage, ah, komm, da können wir auch mal drüber reden. Ja. Ja. Stalken nennst du das, also wir nennen das recherchieren. Achso, ja, ist doch fast das gleiche. Nur klingel ich halt nicht an der Haustür, sondern ich stehe die ganze Zeit davor und warte, bis du rauskommst. Das ist dann Stalken, ja. Also ich finde das halt, Wahnsinn, also viele sehen, glaube ich, diese Leistung, aber klar, wenn du es halt jetzt, ich mache es ja jetzt in Form von meinem Podcast, du hast es ja wirklich geschrieben, es ist halt teilweise schon Arbeit dahinter. Ja. Und wenn ich halt einfach sehe, dass du dann jeden Monat da was raushaust für uns beim Diabetes-Ratgeber, stelle ich mir heute trotzdem, auch wenn ich weiß, ich finde jede Woche ein Thema oder ich finde natürlich immer einen Interviewgast, aber du machst ja immer Solos, wenn ich es jetzt so bezeichne. Du hast ja gar keinen Interviewgast. Wie machst du das? Wie kommst du? Also dein Leben ist entweder so turbulent oder du bist einfach eine Ideenkiste in deinem Kopf. Ich weiß es nicht. Ja, ich frage mich das manchmal auch. Also ganz im Ernst, als ich damals angefangen habe, 2009, da habe ich mich auch gefragt, wie viele Folgen werde ich denn schaffen? Ich habe mal mir Themen aufgeschrieben und bin schon also auf 20 Themen gekommen. Also ein paar habe ich ja eben genannt, solche Dinge wie, was sind die besten Zuckerwerte beim Sport? Wie gehe ich damit um, wenn meine Freunde meine Krankheit nicht verstehen? Also die viele Dinge, die glaube ich, sehr, sehr viele Menschen beschäftigen. Und klar, ich war damals Mitte 20, Ende 20, bin auch öfter feiern gegangen. Wie wirkt sich da
wie wirkt sich das auf den Zucker aus? Da gab es ja damals quasi auch keine offiziellen Verlautbarungen oder selten in diesen Magazinen, die sich ja häufig auch an ein eher seniorigeres Publikum gerichtet haben. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich selbst einen großen Wissensdurst habe. Also ich wollte es einfach für mich selbst lernen und konnte dann aber auch daraus noch eine Geschichte schreiben, habe damit quasi zwei Bedürfnisse von mir gestillt. Und nach 2 Jahren habe ich gemerkt, was mache ich jetzt weiter? Und ich habe gemerkt, ja, ich habe ja noch mehr Fragen. Das war es ja noch lange nicht. Und so geht es immer weiter. Ich habe immer mal wieder die Frage mir selbst gestellt, wann ist denn eigentlich Schluss damit? Und heute, jetzt bin ich glaube ich im 13. Jahr und ich muss sagen, mein Themenblock ist immer noch voll. Also ich habe das den Eindruck, immer, wir machen das immer so mit dem Diabetes-Radio, immer mit Frau Köhle, meiner Chefredakteurin, die ich sehr schätze. Ich schicke ihr alle halbe Jahre dann mal so 6, 7 Themen zu und stimme sie dann mit ihr ab. Und dann denke ich manchmal auch so, ach ja, das war es doch dann bestimmt. Danach fällt mir nichts mehr ein. Und dann bearbeite ich diese Themen, ab und zu kommen nochmal was Aktuelles dazu, wie auch bei Corona. Natürlich, aktuelle Lagen muss man dann auch nochmal aufgreifen. Mache ich auch sehr gerne. Und dann füllt sich auch das restliche Jahr von ganz alleine. Und so geht es immer weiter. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, oder? Geht dir ja vielleicht auch so, wie viele Geschichten, wie viele Schicksale, wie viele Erfahrungen, wie viele ganz unterschiedliche Erlebnisse in dieser Krankheit drin stecken, was der Zucker alles zu bieten hat. So eine kaputte Bauchspeicheldrüse, Mensch, ist doch unglaublich. Ja, so unglaublich. Was, die ist ja einfach kaputt. Ja, ja, aber also nicht nur kaputt, sondern sie hat Storys zu bieten. Ja, genau. Talk to my Bauchspeicheldrüse. Ja. Okay. Hast du jetzt mal von Profi zu Profi, führst du eine Themenliste? Hast du eine Liste, also quasi historisch bedingt? Ja, ich habe, ich wollte die mal, also ich habe eine, ich führe eine. Das war aber damals noch auf Papier, dann irgendwann digitalisiert. Mittlerweile mache ich das in so einem immer größer wachsenden Notizen, in der Notizen-App von Apple auf meinem Smartphone und außerdem bestücke ich eine Excel-Tabelle. Versuche da auch einigermaßen bürokratisch zu sein, um auch Dinge wieder aufzufinden, denn es kommt ja durchaus mal vor, dass man nochmal auf frühere Folgen zurückgreifen möchte oder ein ähnliches Thema nochmal aufgreifen möchte. Also zum Beispiel das Thema Unterzucker tauchte natürlich immer mal wieder auf in all den Jahren und man möchte sich da ja auch nicht wirklich wiederholen und von daher ist es gut, wenn man Ordnung hält. Wie machst du das? Genauso. Also ich führe eine Excel-Liste. Ja. Ja. Und denke, wie du es schon sagst, denke ich, irgendwann musst du dich doch wiederholen. Irgendwann ist doch mal Schluss. Diesen Gedanken habe ich immer wieder mal, wo ich denke, kriegst du dann noch ein paar Themen zusammen? Und dann auf einmal, okay, die Interviewliste ist wieder voll. Ja, oder sonst irgendwas. Aber ich ertappe mich dann schon immer wieder dabei, wo ich dann denke, sage, okay, wann ist der Zeitpunkt, wo ich mich dann wiederhole? Weil es hört sich jetzt doof an, aber die ganzen Frischlinge, die machen das ja alle nochmal durch. Deswegen frage ich mich ja immer beim Diabetes-Ratgeber oder bei den ganzen anderen Fachmagazinen, ihr müsst doch irgendwann mal wieder von der Pike anfangen. Da gibt es ja lauter die machen den Reset. So tü-ting. Du darfst die Stories machen, weil du bist der machst ja die Solos. Ja. Aber ich denke mir immer, du machst das ja 2009. Ich mache das ja erst seit November 2017. Ja, wir sind auch schon 4 Jahre bald. Ja, aber 2009, weißt du, wo ich denke so, okay, der haut da echt raus. Und ich stelle mir bei dir wirklich die Frage, gehst du teilweise schon her und sagst, okay, Steuerung F, wahrscheinlich bei Mac hoffentlich auch, oder wahrscheinlich nennt sie es beim F, weiß ich wie, bei Mac Control Steuerung F. V, glaube ich. Steuerung V. Steuerung C und Steuerung V. Okay. Nein? Die Suchfunktion. Achso, die Suchfunktion. Ich dachte, du würdest Copy und Paste sagen. Nein, richtig. Die Suchfunktion ist Steuerung F, da hast du recht. Okay, auch bei Mac. Okay, dann sind wir dort gleich. Und suchst du öfters die Stichwörter, wo du sagst, okay, habe ich das schon bearbeitet? Oder ist es so, dass du das so gut im Kopf hast, wo du sagst, nee, habe ich noch nicht gemacht? Ich wünschte, ich hätte es so gut im Kopf. Tatsächlich suche ich manchmal danach. Aber es gibt durchaus manche Themen, auch von denen ich mich fernhalte. Also ich mache jetzt weniger allgemeine Diabetesaufklärung. Was ist ein
was ist die Bauchspeicheldrüse, wie rutscht man in den Unterzucker oder sowas. Sowas mache ich ja nicht, denn das passiert ja sowieso schon im restlichen Magazin immer mal wieder. Auch wie geht man mit Krankheiten um und so weiter. Ich versuche schon einen Dreh zu finden, der auch emotionaler ist, der durch meine persönlichen Erfahrungen gemünzt wird, manchmal auch durch Leser- und Leserinnen-Zuschriften, die mich ja häufig erreichen. Sehr viele Leserbriefe bekomme ich. Und daher versuche ich immer so einen persönlichen Zugang zu finden und auch aus meinem Erfahrungsschatz zu schöpfen. Dem einen oder anderen wird es auch aufgefallen sein, dass ich wirklich nicht wenige Kolumnen begonnen habe mit dem Wort kürzlich. Kürzlich ist mir das passiert oder letztens. Das gibt auch so ein Indiz dafür, dass mir ständig irgendwelche Dinge auch begegnen im Leben. Und dann lasse ich die sacken und denke darüber nach. Ich trage jetzt seit ein paar Monaten eine Pumpe, diese eine Pumpe, die man, darf man hier eigentlich Produktnamen sagen? Nicht so gerne. Ja, manchmal machst du es. Ja. Denn ich trage eine Pumpe, die auf meinem Körper klebt. Der im einen oder anderen wird es dann klar sein, dass wenn sie keine Katheter hat, welches Modell das sein könnte. Das ist der Omnipod. Wir dürfen das hier sagen. Das ist ja mein Podcast. Omnipod Dash, genau. Und ich trage den jetzt. Von den ersten 20 sind mir übrigens 5 kaputt gegangen. Aber nichtsdestotrotz ein super Gerät, wahnsinnig toll. Nur ich bin bestimmt 10 Jahre lang schwanger gegangen mit diesem Gedanken, mir eine Pumpe zuzulegen und habe es immer wieder verworfen. Und habe auch quasi die Kolumnen genommen als Selbstgespräch. Ich habe quasi in den Pumpen auch immer wieder meine Zweifel und das Hin und Her und das Zweifeln an den Pens und die Ungenauigkeit, die Unterzuckerung, die Pens manchmal auch auslösen wegen dieser Ungenauigkeit behandelt. Oder habe aber auch gesagt, ich möchte kein Cyborg werden, ich möchte nicht die ganze Zeit so ein Anhängsel haben. Was ist, wenn ich mit der Pumpe hängen bleibe? Was ist, wenn ich da immer so ein Teil an meinem Körper kleben habe? Will ich das überhaupt? Und ich glaube, dass sehr vielen so geht, und ich bin froh, dass ich das dann quasi auch ein bisschen stellvertretend dann vielleicht für den einen oder anderen durchleiden kann. Hat aber auch den Preis, dass ich natürlich ein bisschen transparenter bin dadurch. Also ich schreibe es ja irgendwo hin, das hat dann auch zur Konsequenz, dass meine Mutter im Heimatort durchaus mal angesprochen wird von dem einen oder anderen oder ich auch von dem einen oder anderen. Das haben wir mittlerweile auch einige Freunde und Kollegen mitbekommen, die dann mich auch immer wieder drauf hinweisen. Also ich erzähle ja auch ein bisschen wirklich aus dem Nähkästchen und auch durchaus persönliche Sachen dabei. Ja, das macht die Sache halt einfach auch so nett zum Lesen. Ja, ich hoffe es. Ja. Manchmal fühle ich mich wie nackt. Ja, kannst zum Playboy gehen. Haben noch eine Stelle frei. Und zu Playgirl, gibt's das noch? Gab's doch auch mal. Wusste ich nicht. Gibt es da irgendwie auch Artikel? Ja, keine Ahnung, habe ich nie gesehen, aber es gab mal in der Zeit vor dem Internet, bevor das Internet ja die ganze Erotikindustrie, glaube ich, verändert hat, gab es doch, glaube ich, im Zeitschriftenregal alles für jeden und jede sehen. Ja, jetzt gibt es bestimmt einige Podcast-Hörer, die sagen, hä? Es gab mal kein Internet. Er sagt, ja, ihr seid einfach zu jung. Ja, wir kennen das noch, ne? Ja, wir kennen das noch damals mit dem Stein und den Weißen. was ich kann voll mitfühlen, das Thema Pumpe. Ja. Ja, ich habe ja auch ewig lang war ich ja der Penner. Und bei mir wären, glaube ich, jede Pumpevertreter wären heulend aus der Schulung rausgerannt, weil ich habe das immer so vernichtet. Ja. Wir taten ja immer meine ganzen anderen Kollegen in der Schulung leid. Ich habe das madig gequatscht, das Teil. Na, sag, was willst du mit so einem Schlauch? Wo legst du denn die Pumpe hin? Beim Sex vor allem, legst du das auf ihren Rücken? Legst du das irgendwo auf den Bauch? Ich wusste damals nicht, dass man die Pumpe halt auch mal abmachen kann. Ja. Das muss erstmal Klick machen. Das ist eine tolle Funktion, ne? Dass man sie nicht immer tragen muss. Das hat mich auch am Ende ein bisschen überzeugt. Ja, gut, bei dir, ja, jetzt den Omnipod Dash, den musst du halt dann vom Körper reißen, wenn du sagst, ich will ihn jetzt gerade mal nicht haben. Aber der Omnipod jetzt zum Beispiel, finde ich halt echt eine tolle, 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 tolle Sache für Kids. Ja. Klar ist das jetzt im Verhältnis, wenn es ein ganz kleines Kind ist, ist es natürlich ein bisschen groß, ja, aber trotz allem, der Schlauch ist halt weg. Und wo verheddern sich unsere kleine Krümel? Ja, mit dem Schlauch. Ja, also ist das so ziemlich das Dümmste, ja, ever.
So, und deswegen, es gibt für alles irgendwie, man muss sich da mal ein bisschen schwanger gehen und jeder Hersteller, fast alle Hersteller bieten halt ja auch Dummies an, wo sie sagen, oder du musst mit dem, das ist übrigens mein Tipp da draußen, holt euch Dummies. Ja, klebt euch einen Dummy auf den Körper oder rammt euch eine Pumpe irgendwo rein. Tragt das Ding mal, damit ihr einfach merkt, es ist okay. Und vor allem, und jetzt ist fies, ich weiß, liebe Partner, die das nicht jetzt hören wollen, euren zuhalten, liebe Diabetiker, ihr müsst das Ding tragen und pfeift auf die Meinung von euren Partnern. Ihr müsst damit leben. Wenn euer Partner sagt, ich finde aber eine Pumpe an deinem Körper blöd, nein, ignoriert das bitte. Hardcore, ich weiß, aber ich habe es einmal mitbekommen, ist echt kein Scherz, Stefan. Ja. In einer Schulung eine Diabetologin, selber Diabetikerin, hat man es dann davon gehabt, jetzt kommt es von dem FGM. Ja. Dann ging es darum, bla bla bla, FGM und so. Und sie trägt es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, hä, wieso trägst du das FGM nicht mehr? Ja, mein Freund mag das nicht. Mhm. Ich sage, what? Er sagt, aber ist doch besser für dich. Ja. Ja. Aber mein Freund findet das irgendwie unangenehm. Ja. Ich war fertig. Und seitdem sage ich immer, es kann doch nicht angehen, dass wir Diabetiker ein Anführungszeichen nicht so komfortableres Leben leben können, weil wir auf einmal sagen, naja, mein Freund oder meine Freundin, die findet das doof mit dem Schlauch. Ja, das finde ich total spannend, was du gerade sagst. Denn darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie das denn, wie häufig das von Partnern oder Partnerinnen zurückgewiesen wird oder ob es dann bei dem einen oder anderen wirklich zu einer Reduktion des Beischlafes kommt ob auch der eine oder andere das dann vielleicht beim Omnipod Dash zum Beispiel dann eher am Rücken befestigt, sodass es dann vorne nicht so sichtbar ist. Also ja. Wenn du Infos hast oder wenn Zuhörer und Zuhörerinnen da was sagen können, das würde mich mal wirklich interessieren. Schreibt es, lieber Zuckerjunkies da draußen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das Ding taucht natürlich auf Instagram dann auch auf, haut's rein. Ja. Werde ich auch nochmal dazu schreiben. Ja. Es ist natürlich eine spannende Geschichte. Es wäre schon fast ein eigenes Podcast-Thema. Ja. Und Kolumne-Thema. Es ist natürlich so, jetzt stell dir mal vor, jahrelang ist da irgendwo nichts am Bauch oder am Rücken oder am Arm. Ja. Und jetzt streichelt er oder sie da entlang und immer so ein Huppel. Oder, oh, da ist ein Schlauch und muss ich vorsichtig sein. Jetzt drehe ich den Spieß um. Wir würden unsere Partner aber auch lieben, wenn die jetzt, was weiß ich, jetzt kriegen die irgendwie eine Megawarze entfernt und müssen für ein Jahr irgendeine Binde da tragen am Arm. Ja. Oder was weiß ich. Würde mir ja auch nicht sagen, nee. Es ist ein Gewohnheitsding. Klar, oder ein gebrochenes, schwerer Bruch und man muss über viele Monate einen gewissen Gips tragen oder einen Verband. Ja, oder du hast dir Steißbein gebrochen. Ja. Was trägt man da? Ja, ich habe es ja auch gerade überlegt. Was trägt man denn da? So eine Betonwindel? Nee, das habe ich gar keine Ahnung, was man bei. Ich glaube, da kannst du ja gar nichts machen. Da kriegst du irgendwie so einen Donut-Ring. Ja. Ja. Die Diabetiker nehmen natürlich einen richtigen Donut, damit sie auch immer irgendwas dabei haben. Ja, komisch. Ja, aber so entstehen Kolumnen. Ja, allerdings. Aber ich meine, ich glaube, das beschäftigt ja viele Menschen oder einige zumindest und viele trauen sich ja auch nicht darüber zu sprechen. Oder wo fragt man denn danach? Mittlerweile gibt es natürlich mit Google und dem Internet und anderen Plattformen, auch vielen Gruppen auf Facebook und anderen sozialen Medien, gibt es natürlich durchaus einen Resonanzraum. Aber findet man so schnell das, was man will, weiß ich nicht. Also von daher glaube ich, ist es immer noch notwendig, dass wir Diabetiker uns ein Stück weit öffnen und andere an unseren Fragen, Ängsten, Noten, Sorgen teilhaben lassen. Die werden ja auch oft von Nicht-Diabetikern gar nicht verstanden. Also es wird ja auch wirklich schwer, das nachzuvollziehen, weil keiner da kann sich vorstellen, sich jeden Tag 5-6 Mal eine Spritze zu setzen. Also die allerwenigsten können sich das. Alleine das. Und auch das sorgt schon bei einigen Freunden von mir für regelrechten Ekel. Ich habe einen Kumpel, der ist der stärkste Heteroman, den man sich so vorstellen kann. Aber sobald ich meine Insulinpen auspacke, dann dreht er sich weg und sagt, weg, ich kann das nicht sehen, weg damit. Und weißt du, ich glaube, das geht einigen. So. Das neue Knoblauch für die andere. Ja, stimmt. Aber das kann man auch positiv natürlich dann verwenden, wenn dir irgendjemand auf den Sack geht und du weißt, der kann kein Blut sehen,
Ja, ich glaube, das wäre ein Grund, extra blutig zu messen, obwohl ich einen Sensor habe. Wenn er sagt, hey, du hast doch einen Sensor, sagt, das ist mir jetzt egal. Ja, warum? Also, das wirst du schon gleich feststellen. Ja, so, geh, weiche von mir, du bleiches Gesicht. Ja, also das ist die Akzeptanz, das ist ja eine never-ending Story. Ne? Und ich predige halt immer, das ist unser Leben, das sind unsere Regeln, wir müssen damit leben. Und wenn es einer halt nicht kann, hat er Pech. Es ist krass, es ist ziemlich hardcore, die Aussage, aber wir müssen damit leben bis zum Sterben. Aktuell noch bis zum Tod. Wir wissen ja nicht, was, vielleicht findet irgendjemand was, wo wir uns mal irgendwie reinrahmen können und dann sind wir geheilt. Ja. Aber es ist halt so und da muss ich doch sagen, ja, warum soll ich jetzt schlechter leben? Nur weil dir das nicht gefällt. Es ist eine krasse, es ist ein sehr spannendes Thema, wo wir vielleicht mal separat nochmal Podcast machen mit einem Gläschen Wein. Ja. Und dann machen wir irgendwie noch eine Kerze und dann philosophieren wir da mal rum. Ja, gerne. Also dazu würde mir auch noch einiges einfallen. Das Thema Akzeptanz ist ein Megathema für uns Diabetiker. Denn erstmal müssen wir es selbst akzeptieren. Und ich habe bei mir selbst auch gemerkt, dass ich damit viel mehr Probleme hatte, meinen Zucker zu akzeptieren, als ich es mir damals 2009 vorgestellt habe. Und es ist auch immer ein Signal nach außen. Ich habe selbst erlebt, wie andere Chefredakteure mich vor Diabetiker-Kollegen und Kolleginnen mal gewarnt haben nach dem Motto, pass aber auf, das ist eine Zuckerkranke und du weißt ja, die sind ja manchmal nicht so ganz zurechnungsfähig. What? Und die wussten nicht, dass ich das hatte. Also okay. Ich habe nichts gesagt, habe geschluckt und dachte, okay. Also es gibt wahnsinnig viele Vorbehalte uns gegenüber und auch ganz alte, natürlich ganz alte Stereotype, wie du isst ein Hanuta oder isst hier was soll das denn, das darfst du doch nicht. Ja, das hat sich ein bisschen was getan seit 1982 in der Diabetesbehandlung. Ich stelle mir vor, wenn du so gerade ein Hanuta kaust und dann sagst, wie du isst ein Hanuta, so, das ist ein Hanuta und dann so in Zeitlupe ist Hanuta so langsam ausspuckst. Also, Also ab und zu reizt mich sowas ja. Was ich mittlerweile sind alle Kinder auch um mich herum erwachsen. Das ist auch für die ganz gesund, glaube ich, bei dem kranken Onkel. Ich habe mir immer wieder mal den Spaß gemacht, also Spaß in Anführungszeichen, aber wenn man mich kennt, das Umfeld weiß dann, okay, bei Fremden macht er das nicht. Aber ab und zu werde ich dann gefragt und sage, kannst du die Pumpe auch abnehmen? Er sagt, nee, das ist lebensgefährlich, aber ich probiere es mal aus. Und dann mache ich es weg und meist, oh. Da brichst du vor den Augen zusammen. Ja nicht so richtig. Ich traue mich das noch nicht so richtig hardcore zu machen, ne? Aber weil viele verstehen dann, aber gut, die meisten, die mich kennen, also näher kennen, wissen, okay, jetzt hat er wieder seine geistigen Aussetzer. Holt ihm die blaue Pille. aber ich will auch Spaß machen. Und ich glaube, ich hätte, wenn der gesagt hätte, hier, pass auf, das ist so eine Zuckerkranke, wenn ich in der Sekunde voll bei mir dann bin, ich glaube, ich wäre voll eingestiegen und sage, ja, die sind ganz komisch drauf, oder? Ja. Sag, haben Sie schon mal gemerkt, ne? Die sind teilweise richtig so Bleichgesichter. Ja, ganz schwitzen. Die kauen auf alles rum, wenn die im Unterzucker sind. Bis du dann irgendwann mal, habe ich schon gesagt, dass ich Diabetiker bin? Nächstes Mal rufe ich dich dann an, wenn ich in so eine Situation komme, dann kannst du den schlagfertigen Teil übernehmen. Ja, so nach dem Motto, Sascha, ich hier, das ist für dich. Ja, genau, alles nicht. Ja, also durch solche Dinger, zum Beispiel jetzt auch durch unsere Gespräche, kommst du dann halt dann auf diese Ideen, irgendwelche Artikel dann zu schreiben. Ja, also gerade eben habe ich eine Idee bekommen, als du davon erzählt hast, von deinen nicht nur Neffen, denn da habe ich jetzt auch an meine wiederum gedacht und die fanden das eine Zeit lang ziemlich geil, ziemlich cool. Hallo Emma, hallo Karl, schöne Grüße. Die fanden das ziemlich gut, dass ich meine Krankheit heilen kann mit Zucker. Dass sie mir quasi Süßigkeiten wie ein Medikament bringen konnten manchmal, in ihrer Vorstellung, als sie noch recht klein waren. Und die hätten auch gerne sowas gehabt. Also, weißt du, es gibt auch wieder ganz, ganz niedliche Erfahrungen, die wir machen und die ich auch gar nicht missen möchte. Aber das ist ja erstmal echt süß, oder? Ja. Das ist ja herzlich. Okay, ist ja geil. Hast du... jetzt kommen wir hier vom Podcast zum vielleicht zukünftigen Podcast-Kollegen. Hast du dir auch mal vorgestellt, diese Themen auch mal wirklich selber als irgendwo im Podcast mal rauszuhauen?
Ja, aber nicht so ernsthaft. Bisher zumindest, bis zu diesem, vielleicht heute, heutigen Moment, in dem ich es mir, in dem, der mir jetzt auch gerade sehr, sehr viel Spaß macht. Ich glaube, dass es in der Dialektik mir besser gefallen würde. Ich hätte wahrscheinlich nicht den Mumm gehabt, so wie du, mich alleine vors Mikrofon zu setzen und einfach loszulegen. Da gefiel mir das geschriebene Wort war wahrscheinlich einfach zu gut. Und dann, glaube ich, geht es wie vielen anderen Journalisten, habe ich wahrscheinlich nicht schnell genug geschaltet. Du bist jetzt bei Folge 180. Wenn ich jetzt anfangen würde, dann müsste ich ein ganz schönes Tempo einlegen, damit ich dich nochmal einholen kann, Sascha. Ach ja, das geht schon. Wenn du ordentlich vorproduzierst, geht das schon. Ja. Ich glaube, an Ideen scheitert es ja nachher dann nicht. Ja, genau, das glaube ich halt auch. Und wenn man auch immer mal wieder spannende Interviewpartner einladen kann, dann füllt es sich ja fast wirklich von. Ja, also lieben gern, wenn du da mal einen Sparring-Partner brauchst für Ideenaustausch, melde dich. Du kennst ja jetzt meine Kontaktadresse. Du hast, ich glaube, oder irre ich mich da? Nee, du hast auch ein Buch oder ihr habt ein Buch oder der Diabetes-Ratgeber. Irgendjemand hat doch ein Buch rausgebracht mit deinen Stories. Das wird ja wohl der Diabetes-Ratgeber gewesen sein. Der Diabetes-Ratgeber hat vor 2-3 Jahren ein Sammelband herausgegeben mit 35, rund um die 40, ich lüge jetzt wahrscheinlich, der vermeintlich besten Kolumnen. Und das geschah ungefähr, als wir so ungefähr um die 100 Folgen voll hatten. Mittlerweile bin ich bei ungefähr 150. Und das Bändchen, der Band ist auch noch erhältlich, soviel ich weiß. Wenn nicht, wenn es Interessenten gibt, kann mir gerne jeder eine E-Mail schicken. Ja. Also ich suche das raus, ich werde es finden und dann verlinke ich es auch in die Shownotes. Ja, ansonsten, du darfst mir nachher noch sagen, wie man dich ja eh erreichen können. Ja, wer da noch mehr von dir wissen will, das machen wir natürlich auf jeden Fall. Dieses Best-of, warst du das oder war das die Redaktion? Das waren da haben wir uns die Bälle zugespielt. Wenn ich mich richtig erinnere, hat meine Chefredakteurin eine Vorauswahl getroffen. Und ich bin dann nochmal durchgegangen, hatte aber gar nicht so viel zu beanstanden. Und wir waren uns da sehr, sehr schnell einig. Es musste natürlich auch wieder so ein Mix sein aus zeitlosen Themen, aus Evergreens quasi, aber auch dann spezifischere Dinge. Ein paar persönlichere Aspekte sollten dabei sein. Und wo habe ich das Buch? Ich kram hier gerade. Ja, da ist dann wirklich, das ist wirklich vielleicht so ein stellvertretender Mix durch meine Arbeit als Kolumnist für den Diabetes-Ratgeber. Es sind meistens Fragen, die man auch aus deren Beantwortung man auch was rausziehen kann, eine kleine Handlungsempfehlung für sich selbst. Also mir geht es ja nicht nur darum, irgendwie Befindlichkeiten zu äußern und zu schreiben, ach, geht's mir gut, ach, geht's mir schlecht, ich armer Kerl oder hurra, heute war ein toller Tag, dann könnte ich auch ein Tagebuch einfach schreiben und das online stellen, sondern ich möchte ja auch, dass man da was mitnehmen kann. Es muss auch gar nicht jeder meiner Meinung sein, überhaupt nicht. Ich verstehe ja auch, wenn man nicht so leben will wie ich, weil ich glaube, ich lebe ja schon ein Leben, das sehr relativ unorthodox ist, gemessen an dem, wie man vielleicht früher sich die Behandlung der sogenannten Zuckerkrankheit vorgestellt hat. Ich weiß noch, meine Tante ist Typ-1-Diabetikerin und ich weiß noch, wie sie morgens um 8 Uhr immer essen musste, mittags um 12.30 Uhr immer essen musste und abends weiß ich nicht mehr um die Uhr. Aber es war ganz klar, was wann wie gegessen wurde. Es musste abgewogen werden. Wurde immer eine kleine mobile Waage mitgenommen, wenn zu den Familienfeiern. Und als ich dann Diabetes bekommen habe, war ich in der glücklichen Situation, dass es schon die intensivierte Insulintherapie gab. Ich konnte mit Pens spritzen. Ich habe auch noch das Aufziehen von normalen Spritzen geübt damals und gelernt. Aber ich konnte schon eine relativ spontane Behandlung praktizieren, konnte auch als Jugendlicher dann auch Partys teilnehmen etc. Das ist ja auch ein Teil des Lebens. Ich wollte ja nicht sofort der Sonderling sein, nur in Anführungszeichen, weil meine Bauchspeicheldrüse spinnt. Mhm. Ich wollte nicht der Sonderling sein. Und ich glaube, dieser Wunsch, den ich mir damals als Teenager schon quasi in die Seele gebrannt hat, dieser Wunsch, der hält mich bis heute. Ich möchte
dass sich der Zucker nach meinem Leben richtet und nicht mein ganzes Leben nach dem Zucker ausrichtet. Mir sind auch ein bisschen diese Berufsdiabetiker ein Dorn im Auge, für die das Allerwichtigste ist, die ganze Zeit nur noch über den Zucker zu reden. Für mich war das eher eine, ist es eben ein Begleiter. Ich möchte ein normales Leben führen. Dafür ist es notwendig, dass ich gute Blutzuckerwerte habe. Deshalb ist es natürlich mein Wunsch und mein Ziel, einen guten HbA1c zu erreichen. Und Zeit im Zielbereich ist ja heute der neue Goldstandard, den auch adäquat zu halten. Auf jeden Fall oberhalb der 50, lieber oberhalb der 60% oder 70%. Aber ich bin keiner von denen, die jetzt in diesen Zeit im Zielbereich bei 95,8% haben müssen. Überhaupt nicht. Denn es gibt ja auch was zu leben. Es gibt ja auch was zu erfahren. Und wenn ich dann mit so einem Kletterer, Alex Honnold, wie du es eben erzählt hast, durch den Yosemite Park in den USA unterwegs bin und da rumkraxle, ja, dann nehme ich mir Traubenzucker mit. Und dann nehme ich mir vielleicht noch 3 Flaschen Cola mit und vielleicht nochmal einen Extrapack Traubenzucker. Ohne Frage. So bin ich auch damals rumgereist mit dem ganzen Besteck in doppelter und dreifacher Ausfertigung. Aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt immer zu Hause sitzen muss. Ja, ich stelle mir das auch vor. Weißt, 98,9, wie bewegen die sich in Zeitlupe? Ja. Schatz, wieso redest du nicht so schnell? Warum redest du nicht schneller? 98,8, ich darf es nicht versauen. Ja, genau. Ja. Aber ich habe mal von einem Experten, den ich interviewt habe, mal gehört, dass es tatsächlich solche Patienten gibt. Also auch die können sich gerne bei uns melden. Würde mich wirklich mal interessieren, wie das Leben sich für sie anfühlt. Vielleicht tue ich ihnen jetzt auch Unrecht. Aber ich finde, das hat ja schon was fast Manisches. Dieses, ich will auf jeden Fall 100 werden und dafür brauche ich einen Zuckerwert von, einen Zeit im Zielbereich von 98% und der Zucker muss immer quasi bei 110 Milligramm pro Deziliter bleiben. Ja, nice to have, hätte ich auch gerne, aber ich will doch nicht 100 Jahre lang ein langweiliges Leben führen. Ja. Weißt du? Deshalb, das war nicht mein Ansatz, deshalb habe ich einen anderen. Also es gibt ja wirklich welche, die aktiv sind und die haben es echt richtig gut raus mit den ganzen Spritzabständen, also die sind wirklich gut drauf. Ich bin jetzt aber bei dir, weil die meisten sind das nicht. Und die meisten habe ich auch in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, drauf geschissen. Mhm. Ja, du sollst keine diabetische Assistolie bekommen. Mhm. Das ist nicht das Ziel. Du sollst leben. Und wenn dein Zucker halt, bestes Beispiel, ich habe gestern, bei einer Online-Veranstaltung, das ging dann bis, glaube ich, 10:30, 10:45. Ja. Und ich habe echt noch nichts gegessen. Und ich hatte echt Hunger. Und ich habe vorbereitet gehabt einen Chili con Carne. Ja. Dann ging es in die Hose, weil ich hatte nämlich keine Kidneybohnen und den Mais habe ich vergessen reinzumachen. Einfach aus Zeitgründen. Also war es einfach nur irgendwie eine Hackfleischgeschichte. Dann habe ich mir statt gesagt, hier besorgt noch so Tortilla-Lappen. Und das hat sie dann auch gemacht, aber ich wusste nicht, dass es das so lang ging. Und dann habe ich gesagt, scheiße, jetzt haust du dir da so Hackfleisch rein, triefig, fettig, mit Eiweiß und schön Kohlenhydrat in Form von so einer Tortilla. Mais oder Weizen? Gar nicht gelesen, weil ich habe einfach nur Hunger. Ich habe es einfach eingewickelt und habe gesagt, gib ihm. Und alles eingestellt, berechnet, Fettprotein, eine Verzögerung. Und habe gesagt, hey, Loop, ich gehe ins Bett. Dein Job ist, morgen will ich einen 100er Wert. Ja. Ging, okay, also, aber ich hatte nachts mal ganz kurz, war ich mal schnell bei 2,50, habe gesagt, ja, drauf geschissen, es lief hier eine Verzögerung, es lief hier. Aber das ist das, wo ich meine, mir ist das egal, aber ich weiß, warum ich das so hatte. Ich glaube, das ist der Unterschied, wenn du es verkackst, solltest du wissen, warum, dann ist es doch nicht schlimm und machst es beim nächsten Mal anders. Und wenn es beim nächsten Mal nicht anders ist, ja, auch drauf geschissen, ja, weil es soll schmecken. Ja, und wenn du das, klar, du sollst es nicht immer so leben, also es ist rein nicht diabetisch betrachtet auch echt ungesund, wenn du die ganze Zeit so triefig fettiges Hackfleisch mit Tacos oder ja, das ist ja, ich bin ja auch oft einmal in Mexiko gewesen und dort da gibt es eine große Leidenschaft für Maisprodukte, also gerade diese, das was wir Tortillas nennen, diese Brote, diese Fladen aus Mais gemacht, die sind ja unheimlich kohlenhydratreich und in Mexiko gibt es mit die größte Adipositas-Quote in der Welt, noch größer als in den USA. Und auch Diabetes ist da sehr verbreitet, das ist natürlich Typ-2-Diabetes.
Von daher ist so ein Mais-Tortilla nicht der beste Freund von uns. Nee, ne? Aber es muss, lecker. Es musste so sein, weil jetzt nur Hackfleisch fand ich dann jetzt irgendwie auch langweilig. Ne? Außerdem, ich wusste nicht, dass es geplant war, eigentlich vor der Konferenz das zu essen. Ja. Aber du weißt ja, ne? Pläne sind da, um über den Haufen geworfen zu werden. Neigst du denn dazu, normalerweise ein, zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen nichts mehr zu essen, um quasi gut in die Nacht reinzugehen? Oder ist dir das egal? Abhängig vom Essen. Also generell sage ich mal, esse ich, also das ist jetzt nicht geplant, dass ich sage, zwei Stunden vorher esse ich nichts mehr, sondern meistens, je nachdem, wie es beim, klar, jetzt weiß der Interviews etc. pp., kommt es, ich sag mal so, eineinhalb Stunden vorm Schlafengehen esse ich meistens nichts mehr, aber nicht, weil ich sage, oh, wegen Zucker, sondern ich esse halt einfach nichts. Aber wenn ich jetzt noch Hunger habe, dann esse ich noch was. So, und dann spritze ich. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich arbeite mit dem Closed Loop. Wenn ich keinen Closed Loop habe, mache ich was? Ich stelle mir den Wecker. Das ist der Klassiker. Wenn du nicht sicher bist, was du machst, spritzt du weniger und stellst dir den Wecker auf 2 oder auf 3. Je nachdem musst du halt durch. Ja. Aber und wenn du das nicht willst, ja, dann machst du es halt nicht. Dann stellst du halt deinen Alarm hoch, wenn du einen Sensor hast. Also wir finden eine Lösung. Ja. So sehe ich das. Aber die Lösung kann nicht sein, zu leiden, nur für einen Zuckerwert. Nein. Ja, so sehe ich oder? Das auch. Siehst du aber das anders? Nee, ich sehe das ähnlich. Aber ich stelle mir trotzdem manchmal der Zweifelnde in mir. Den habe ich ja auch. Ich bin jetzt ja nicht nur die ganze Zeit irgendwie so, dass ich sage, hoch die Tassen, ist alles, das Leben ist ein einziges Fest. Wir können machen, was wir wollen. Bei mir gibt es ja durchaus auch den Zauderer. Und der fragt sich dann auch manchmal, also gerade bei diesen Dingen um 23.30 Uhr nochmal ein Pudding hier und eine Handvoll Chips da, ist das jetzt wirklich notwendig? Sollte ich da nicht ein bisschen strenger zu mir selbst sein? Deshalb habe ich dich gerade gefragt. Ja. Ernährungstechnisch, ja. Das ist Scheißessen, ja. Das ist dann Kacke. Also ich würde jetzt mal das Ding dann so rumdrehen, wenn einer echte Probleme hat mit seinen Blutzuckerkurven, dann ist ein Punkt, also klar, die Basics, hast du deine Basalratentest gemacht, bla bla bla, gehen wir immer davon aus, ja, habe ich, Faktoren, ja, habe ich, dann musst du in meinen Augen aufs Essen schauen. Das heißt, guck mal, was du dir auf den Teller lädst. Dann hör halt auf, 80 Gramm Kohlenhydrate zu essen, sondern reduzier das unter 50. Guck, dass du 30, mach vielleicht nur 24 Gramm Kohlenhydrate. Erhöhe die Proteine, guck, dass du mehr Gemüse reinstopfst. Du musst nicht zwingend Kohlenhydrate essen. Die sind nicht böse, du kannst sie essen, aber du solltest immer wissen, was tue ich da. Das ist für mich dann eher der Punkt, wo ich sage, da musst du dann strenger zu dir werden und dann isst du auch nachts 2 Stunden vorm Essen nichts mehr. Damit du einfach weißt, okay, ich komme relativ clean in die Nacht rein. Ja. Aber jetzt mal bei dem Punkt, okay, du hast halt ein Problem und das müssen wir lösen. Und dann geht's halt ins Coaching und dann sagst du, so, wie in jedem Training. Klar. Ja, also mir hat übrigens auch sehr geholfen, darüber habe ich auch, glaube ich, mal eine Kolumne geschrieben. Also nicht glaube ich, das daran erinnere ich mich noch. Da habe ich eine Kolumne drüber geschrieben, über das intermittierende Fasten, dieses Intervallfasten. Und damit mache ich bis heute gute Erfahrungen. Gerade auch vor Interviewsituationen versuche ich nichts zu essen, also keine Kohlenhydrate zu essen, aber meistens gar nichts zu essen. Und dadurch erhöhe ich ja auch schon die Dauer, in der ich meinen Zucker im Zielbereich halten kann, muss ich mir auch keine großen Sorgen machen. Für alle, denen das vielleicht jetzt nichts sagt, das ist dieses Modell, bei dem man 14, 15 oder 16 Stunden am Tag gar nichts isst und in den anderen 8 Stunden kann man eigentlich essen, was man möchte, mehr oder weniger. Und das Praktische ist, dass ja meistens schon 8 Stunden auf die Nacht entfallen, in der sollte man eigentlich schlafen. Und von daher fällt es einem dann leichter, dann stehe ich auf, esse, mir fällt es auch nicht so schwer, morgens nichts zu essen, aufs Frühstück also zu verzichten und auch aufs Mittagessen. Und dann esse ich erst um 15 oder 16 Uhr was, kann dann auch am Vormittag gerade Meetings und Interviewsituationen bestehen und muss mir eben keine Sorgen machen wie früher um meinen Blutzucker, sofern die Basalrate sauber sitzt. Aber das ist natürlich so, haben wir alles ja mehrmals getestet und habe dadurch weniger Kontakt insgesamt mit Kohlenhydraten. Das hat mir tatsächlich
viel gebracht, denn ich kam früher auch manchmal, gerade auch in Interviewsituationen, in diesen Unterzucker, dieses Unterzucker-Szenario, und das war ja schon lästig. Weißt du, dann kramst du während einem Interview mit einer, weiß ich nicht, mit den Fantastischen Vier zum Beispiel, da kram ich mittendrin in meinem Beutel und kram dann Traumzucker raus oder eine Cola, trinke ich dann noch eine und noch eine. Das muss dann ja auch nicht sein. Ich stelle mir das gerade vor, weißt du, so, die reden und reden, du so. Ja. Ja. Und dann Burps. Aber dafür gab es auch Interviewpartner, die haben, während ich die Fragen gestellt habe, so viel Rotwein getrunken. Oh, okay. Auch nicht schlecht. Ich sage jetzt keinen Namen. Ich habe das mal gehabt, das war auch lustig. Da habe ich gemerkt, okay, da bahnt sich ein Unterzucker an. Ja. Und auch, also da bin ich auf einer Baustelle rumgerannt, ja, habe dann Sachen geplant, habe gesagt, okay, so und so muss das alles gemacht werden. Und da habe ich gemerkt, okay, oh. Und dann habe ich immer, ich bin ja so der Gummibärchen-Junkie, ja. Und das funktioniert ziemlich gut. Und dann haue ich mir wirklich so heimlich immer so eine ganze Hand und dann würge ich die so runter. Ja. Das ist dann wie so eine kleine Zeitbombe, weil ich weiß, okay, safe, ja, wenn du lickst, kommst du sowieso locker wieder raus. Ja, und dann versuche ich mache ich die zweite auf und die habe ich dann los in der Tasche. Und immer wenn es die Situation erlaubt, nehme ich einfach ganz schnell kauen, ja, weil ich einfach keinen Bock habe, denen zu sagen, können wir mal kurz Pause machen? Ja. Der Zuckerjunkie braucht Gummibärchen und muss sehr ordentlich kauen, ja, und so ein Kram. Also selten, aber kommt auch mal vor, ja. Mittlerweile ist es mir Hupe und wenn es mir ganz, ganz dumm ist, dann sage ich, sorry, ich muss mal echt mal ganz, ganz dringend aufs Klo, Pause. Ja. Genau, das mache ich auch manchmal, kann ich mal kurz auf Toilette gehen. Aber gut, jetzt seit Corona gibt es ja bei uns vor allem Homeoffice, da finden ja selten noch solche Meetings statt. Aber da kann man auch mal kurz die Kamera ausmachen und dann den Gummibärchen. Ja, das ist auch das Coole an diesen ganzen Online-Dingen. Ne? Mikro aus, Kamera aus. Schatz! Ja. Und macht ja jeder. Der eine macht eine Pause, weil der Postbote vorbeigekommen ist. Das, von daher eigentlich jetzt keine so schlimme Situation für uns Diabetiker. Nee, das ist super, das ist ganz cool. Ja, Stefan, mein Lieber, ziemlich cool, wir haben fast eine Stunde voll. Was, so schnell? Sind wir ja, schon? Es ist da, oder? Ich habe auch schon gesagt, ach komm, wir machen bis Mitternacht voll, das kriegen wir hin. wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie kann man dich denn am besten finden? Also, Möglichkeit, eins ist die E-Mail-Adresse, die auch im Diabetes-Ratgeber zu finden ist, die lautet Seilers Zucker, also Seiler wie mein Name, seilerszucker@diabetes-ratgeber.net. Da landen die E-Mails dann in meinem Postfach. Außerdem könnt ihr mich über Instagram oder über meinen Twitter-Kanal erreichen. Auf Instagram ist es Seilemann und auf Twitter, weiß ich gerade gar nicht mehr, Stefan Seiler, glaube ich. Twittert überhaupt jemand noch außer Trump? Ich weiß es nicht. Ich verfolge das eher passiv, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mich auszureichen. Aber die E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich die adäquateste. Ja. Da reicht mich eigentlich fast alles. Es sei denn, es landet im Spam-Ordner, aber auch den suche ich ab und zu mal auf. Ich habe übrigens, falls sich jemand wundert, der mir vor ein, zwei Jahren mal einen Leserbrief geschrieben hat und sich gewundert hat, warum ich nicht geantwortet habe, es gab tatsächlich mal eine Phase, da hat das mit dem Weiterleiten nicht funktioniert. Ich bitte nochmal um Entschuldigung. Falls noch eine Frage von vor zwei Jahren offen sein sollte, schreibt mir einfach nochmal, bitte. Auch geil. Oh ja, cool. Ich freue mich jetzt auf meine nächste Runde mit dir. Und zwar machen wir jetzt mal hier ganz kurz den Zuckerjunkies entweder oder. Okay, ich bin gespannt. Okay, du darfst am liebsten immer relativ schnell und spontan. Dusche oder Badewanne? Dusche. Lieber einen Fetisch oder ständig fettig? Lieber ein Fetisch. Tattoo oder Piercings? Tattoo. Sex mit Chewbacca oder lieber eine Ganzkörperenthaarung? Ganzkörperenthaarung. Intelligenz oder Schönheit? Intelligenz. Held oder Bösewicht? Held. Kalt- oder Warmduscher? Warm. Buffet oder Essen bei Mutti? Essen bei Mutti, auf jeden Fall, definitiv, das war das Beste. Vampir oder lieber Van Helsing? Vampir. Batman oder Joker? Joker.
Mit Socken 6 oder ohne? Ohne. Apple oder Windows? Apple. Na klar. Keine Überraschung. Nachteule. Fuzzi sagen immer ja, so. Aber echt. Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Lieber Schmirgelpapier als Klopapier oder Essig ins Auge? Ich nehme das Klopapier. Ich liebe diese Frage. Also die herrlich. Ich finde es so cool. Fahren wir mal ein bisschen runter. Gibt es aktuell ein Buch, wo du sagst, das feierst du total, auch jetzt gerne rund um Thema Diabetes, was du auch empfehlen kannst? Rund ums Thema Diabetes? Ansonsten auch gerne was anderes. Also ich lese tatsächlich sehr, sehr wenig aus der rund um den Diabetes. Also was Bücher angeht, natürlich im Internet schon. Ein Buch, was mir sehr gefallen hat, war von Leif Rand, Allegro Pastel aus dem letzten Jahr. Da geht es um die Unmöglichkeit, heute eine Liebesbeziehung zu führen in diesen Zeiten. Ein Phänomen, was sehr viele Menschen unter 40, so um die 30 betrifft, die sich nicht festlegen können. Ganz toll geschrieben. Leif Rand, Allegro Pastel. Allegro Pastel. Heißt das Ding Allegro Pastel? Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja, ergibt ja, dann auch Sinn, ja, wenn man das Buch... Aber okay. Dann sonst. Okay. Hast du eine Löffelliste? Wenn ja, was sind so die ersten drei Ziele da drauf? Was ist eine Löffelliste? Also quasi so Dinge, die du unbedingt im Leben mal machen willst. Ach so. Also, ein Punkt ist Fallschirmspringen, wozu es aber wahrscheinlich nie kommen wird, weil ich immer eine Ausrede finde seit 20 Jahren, um es zu verhindern. Immer wenn mein bester Freund mich auf unsere Wette von vor 20 Jahren anspricht. Das zweite ist, einmal um die Welt reisen, und zwar eine komplette Reise um die Welt zu machen. Auch darauf werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, wegen Corona. Und auf Platz 3 ist eigentlich diesen sensationellen Podcaster Sascha Schwarm zu beerben. Wenn er eines Tages in Rente geht, dann werde ich ihn nach ablösen. Geil. Das ist auch schön. Das ist ja sehr schön. Das ist ein sehr schönes Ziel. welche drei Tipps würdest du deinem jüngeren Diabetiker ich geben, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest? Okay, drei Tipps. Also ein Tipp wäre, achte auf dich und nimm es nicht zu leicht. Zweiter Tipp wäre, aber nimm es nicht zu ernst. Das Leben hat so viel Gutes zu bieten. Die Tränen, die du verdrückt hast in den ersten Wochen, die waren es gar nicht wert. Es gibt so viel Schlimmeres auf dieser Welt. Und hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Oh, schön. Okay. Ja, das würde ich mir, glaube ich, mit auf den Weg geben, wenn ich jetzt nochmal den 15-jährigen Stefan vor mir hätte. Sehr schön. Welche Figur wäre dein Diabetes als Märchen- oder Comicfigur? Ich denke nach, deshalb schweige ich. Als Comic- oder Märchenfigur? Eigentlich Homer Simpson, der gefräßige Vater von den Simpsons, der ständig Do sagt. So stelle ich mir auch den Diabetes vor. Nicht immer das schlauste Wesen, aber man muss halt irgendwie mit ihm umgehen. Ne? Das ist geil. Das ist schön. Do! Und liebt auch Donuts. Ja, natürlich. Oh, cool. Hey, aber die Frage, die kann ich dir stellen. Hey, schließlich hast du für den Playboy geschrieben. Welche Comicfigur könntest du dir auch in einem Porno vorstellen? Auch Homer Simpson. Nein, das war schon. Oh, das Gehirn, oh, diese Bilder. Oh. Also ich glaube, ich meine, Rapunzel wäre nicht, gibt es nicht schon Pornos, die mit Rapunzel was zu tun? Rapunzel muss doch mal pornografiert worden sein, oder? Das stimmt, oder? Denke ich auch. Wir nehmen sie. Ja. Ja, abgehakt. Okay. von welchem Blut würdest du dich gerne ernähren, wenn du ein Vampir wärst? Wenn du schon vorher ein Vampir werden wolltest. Von welchem Blut? Also von welcher Spezies? Von welcher Tierart? Oder wie ist die Frage gemeint? Wenn du dich von Tieren ernähren möchtest, okay, ich würde Menschen nehmen. Also du meinst einen bestimmten Menschen?
Kannst du einen Menschen, du kannst, also wegen mir darfst du auch Tiere nehmen. Ich finde halt die Haare immer blöd im Mund. Also ich bin ja Vegetarier, deshalb ist, fällt es mir gar nicht so leicht, die Frage zu beantworten. Gibt es nicht auch so veganes Kunstblut, was ich dann Leben zu mir nehmen könnte? Das ist auch okay, ich wusste das gar nicht, das ist ja lustig. Die Frage finde ich cool für dich. Kann ich am Löwenzahn, an der Löwenzahnmilch nuckeln? Das wäre doch auch. Ja, genau. Also, ja. Okay, dann welche Aufgabe würdest du lieber deinem Klon überlassen? Welche Aufgabe? Das Fallschirmspringen. Okay, ja, wenn du dich an einem Ort so richtig austoben dürftest, wo wäre das und was würdest du tun? An einem Ort, das wäre, glaube ich, auf der ISS. Wenn ich machen könnte, was ich wollte und es hätte keine Konsequenzen, dann würde ich, glaube ich, am liebsten auf der Raumstation ISS Schabernack treiben, mich ja, nicht nur schweben, rausgehen, reingehen, die Versuche da tätigen, irgendwie Schach spielen und Kartenspielen mit den anderen Astronauten. Also am besten wären die anderen Astronauten aber auch meine besten Kumpels, sodass wir einfach da machen könnten, was wir wollen. So Spaceballs, eine riesengroße Party da oben. Genau. Aber Tür zu! Es zieht! Genau, aber ich habe halt die Befürchtung, dass das nicht gut gehen würde, wenn wir da oben wären. Deshalb ist es vielleicht besser, wenn das bei dem Traum bleibt. Aber wäre lustig. Also bis dahin haben wir irgendwelche Webcams da oben, die können wir dann verfolgen. Ja, dann zwei Fragen habe ich noch, dann bist du erlöst. Ein perfekter Sonntag ist für mich? Ein perfekter Sonntag ist ein Sonntag ohne große Aufgaben, einen Sonntag, an dem ich ausschlafen darf und auch ausschlafe, aber trotzdem möglichst nicht später als 9 Uhr aufwache, weil ich sonst das Gefühl habe, ich habe den Tag schon versaut. Aber das Gefühl des Ausschlafens brauche ich unbedingt dabei. Und dann einen Tag mit Freunden, mit Entspannung, mit Sport, mit der Aussicht auf einen freien Montag am besten. Das ist auch geil. Perfekter Sonntag, freier Montag. Oder? Das ist das Schöne an den Sonntagen, dass denn der Montag danach kommt und dass man quasi schon ab 18, 19 Uhr in so eine Art von Arbeitsmodus zurückkehrt. Ja, hast ja jetzt Glück am Montag. Ja, stimmt. Kommt der Montag. Ja, ist genau. Ja, ist Hoppeltag. Ja, ist das schön. Ja, und was ich noch sagen wollte. Liebe Diabetiker, das Leben bietet mehr als Diabetes. Lebt es. Oh, das ist cool. Das lasse ich so stehen. Stefan, es war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken. Ja, also war echt toll, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe riesen Respekt immer noch vor deiner Arbeit und danke dafür, dass du das alles für uns schreibst. Ja, sehr gerne. Danke dir. Also ich meine, du erreichst ja mit deinem Podcast auch viele, viele tausende Menschen. Und das kann ich ja nur zurückgeben, das Kompliment. Komm, wir werfen uns mit Blümchen. Ja. Ja. Das ist schön. Aber vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und gerne wieder. Ja, unbedingt. Und ich freue mich, wenn wir uns im normalen Leben mal sehen. Und gerne, ich habe letztens das mal gesagt, irgendwann mache ich so eine kleine Tour durch Deutschland. Lustigerweise werde ich sehr viel Zeit irgendwo im Hamburger Raum, Berliner Raum, ja, so dann irgendwo noch. Wo geht's noch hin? So 4er Postleitzahl, da bin ich auch noch. Ja, es wird lustig. Also da komme ich dann vorbei, dann klingel ich dann. Und wenn du dann sagst, du bist gerade unten im süddeutschen Raum, das ist dann etwas ungeschickt, aber ich melde mich vorher an. Das solltest du machen. Mit Voranmeldung sollten wir es hinbekommen. Freue mich. Das kriegen wir hin. Schön. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich auf ein Wiedersehen. Danke dir. Bis dahin. Ciao. Okay, jetzt bist du dran. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und du verpasst keine Folge mehr. Teile diesen Podcast auch mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten, denn jeder kennt irgendeinen Zuckerjunkie. Eine Bitte habe ich jetzt noch, geh auf iTunes und bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen und gerne auch mit einem Kommentar, was dir gefallen hat oder welche Folgen du ganz gerne mal hören möchtest. Wenn du mehr über die Zuckerjunkies wissen möchtest, besuche auch meinen Blog zuckerjunkies.com. Dort findest du natürlich noch viel mehr über das ganze Thema Diabetes. Und bis dahin, wir lesen und hören uns. Bis bald.